Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein Sub-Update für euch. Es ist Juli und ich dachte mir, halbjährlich zeige ich euch mal, wie mein Sub gerade so aussieht. Für diejenigen, die es nicht wissen, Sub bedeutet Stapel ungelesener Bücher. Auf meinem befinden sich momentan 20 Bücher, was vollkommen in Ordnung ist. Also ich hatte schon wesentlich höhere Bücherstapel. Ich hatte auch schon weniger, aber ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden damit. Und ich würde sagen, ich starte und zeige euch, was ich noch so zu lesen habe. Ich werde zu den Büchern selber nicht so viel sagen, da ich die ja immer im Want to Read bzw. im Lesemonat dann genauer mit euch bespreche, nur dass ihr euch nicht wundert. Wir starten mit Du entkommst mir nicht von Mary Higgins Clark. Das Erbe der Elfen, Andrzej Sapkowski. Hamlet von William Shakespeare. Simon Beckett, Der Hof. Teil 2 und 3 des Merle-Zyklus von Kai Meier, Das steinerne Licht und Das gläserne Wort. Lauf, Jane, Lauf von Joy Fielding. Harold Brodkey, Erste Liebe und andere Sorgen. Joy Fielding, Zähl nicht die Stunden. Dann von Sarah Plager Ziskind, Auf immer verlorene Jahre. Jostein Gaarder, Maya oder das Wunder des Lebens. Nikki French, Ein sicheres Haus. Winston Groom, Forrest Gump. Als nächstes haben wir von Jennifer L. Armentrout die komplette Dämonentochter-Reihe, und zwar Verbotener Kuss, Verlockende Angst, Verwunschene Liebe, Verführerische Nähe, und das Finale, Verzaubertes Schicksal. Und die letzten zwei Bücher sind einmal von Andy Wilson, Der Fluch der 100 Pforten, sowie Morgenrot von Tanja Heidmann. So, das waren die 20 Bücher, die ich noch lesen möchte. Verratet mir in den Kommentaren gerne mal, welches der Bücher ihr vielleicht schon kennt oder selber noch auf eurem Stapel der ungelesenen Bücher habt. Eventuell ergibt sich hier ja ein gemeinsames Lesen. Ich wäre auf jeden Fall offen dafür. Ansonsten bleibt mir jetzt nicht mehr zu sagen als vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt der ganzen Sache gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos tun. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Wir gehen stark auf die 60 Abonnenten zu und ich freue mich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr im nächsten Video sehr gerne wieder einschalten. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt sicher und ich sage bye bye.